Zeit. Liebe Freundinnen und Freunde, ja, in der Politik neigt man ja gerne mal zur Übertreibung. Und so wird fast jede Wahl zu einer Richtungswahl erhoben. Aber ich glaube, selten war ein Begriff so treffend wie bei dieser Landtagswahl. Denn das Ergebnis am 1. September wird nicht darüber entscheiden, ob es für das eine oder andere Projekt ein bisschen mehr Geld gibt oder ob es ein paar Fortschritte in dem ein oder anderen Politikfeld gibt. Diese Landtagswahl wird Spiegelbild und Brennglas sein einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung in ganz Deutschland. Und diese Landtagswahl wird wie keine andere darüber entscheiden, in welche Richtung dieses Bundesland sich entwickeln wird. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir als Bündnis 90 Die Grünen werden dabei eine Schlüsselrolle einnehmen. Um eine lebenswerte Zukunft zu erhalten, muss sich dieses Bundesland verändern, liebe Freundinnen und Freunde. Und wer eine ökologische Klimapolitik und wer für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft einstehen will, für den ist es jetzt an der Zeit, sich den großen Fragen zu stellen, die sich jeden Tag aufs Neue aufdrängen. Jetzt ist der Moment, an dem wir unsere Zukunft, die Zukunft Sachsens, selbst in die Hand nehmen. Und wir haben es gestern schon von ganz vielen von euch gehört. Wir spüren gerade einen Aufbruch in diesem Land. Viele Menschen haben erkannt, dass es jetzt an der Zeit ist, dass die Zeit gekommen ist, dieses Land zu verändern, das Sachsen der Zukunft zu gestalten. Eine Zukunft, die ökologischer ist, die gerechter ist, die moderner ist, die weltoffener ist. All das, aber eben auch noch viel, viel mehr. Und wir machen mit unserem Wahlprogramm deutlich, warum diese kommende Wahl eine Richtungswahl sein wird. Wir machen deutlich, warum es Mut und Kraft braucht, eine unsichere Zukunft aktiv zu gestalten, statt abzuwarten, was passieren wird. Und es macht deutlich, dass es notwendig ist, die Kraft, die im demokratischen Streit entsteht, mit einem klaren Blick nach vorn in die Lösung der kleinen, aber natürlich auch in der großen Probleme zu stecken, als sie mit dem Führen von Scheindebatten und haltlosen Rumlavieren zum Schaden der demokratischen Werte zu vergeuden. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist auch eine Richtungsentscheidung, ob man weiter planlos, obwohl wir jetzt endlich einen Kompromiss zum Kohleausstieg haben, weiter hier Dörfer abgebaggert werden sollen, sei es in Pödelwitz, sei es in Myrose oder in Schleife. Oder ob Klimaschutz endlich eine Zukunftsausgabe wird, wo wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort in der Lausitz einen Plan entwickeln, der dann eben auch umgesetzt wird. Und wir haben es von Katrin gerade gehört und auch von vielen gestern. Momentan gehen seit vielen Wochen, seit vielen Monaten weltweit, aber eben auch hier in Sachsen, junge Menschen, Schülerinnen und Schüler, Studierende auf die Straße bei Fridays for Future, um für eine lebenswerte Zukunft zu kämpfen. Und das wundere ich und das finde ich wirklich großartig, weil jede und jeder von Ihnen mehr Weitsicht hat als die Bundesregierung und die sächsische Staatsregierung zusammen. Und ich wünsche mir noch mehr junge Menschen, die deutlich machen, dass sie es eben nicht hinnehmen werden, dass ihren Sorgen, ihren Wünschen und ihrem Mut, Stillstand, Ignoranz oder Verleumdung begegnet wird. Und wir als Grüne, wir stehen an der Seite von diesen vielen jungen Menschen und machen auch mit unserem Wahlprogramm klar, dass wir konsequenten Klimaschutz und Mut beweisen, statt Probleme hier in diesem Land weiter auszusitzen. Und wenn ich mir das Programm insgesamt angucke, wenn ich mir den Klimaschutzteil angucke, den Landwirtschaftsteil, den Sozialteil, dann wird ein was sehr, sehr deutlich. Wir orientieren uns an Fakten, an Erkenntnissen, an Wissenschaft. Und dass man das nochmal so klar betonen muss, das zeigt, wie ernst die Lage ist. Denn eins ist doch klar, für unsere Zukunft ist es besser, wenn wir uns beim Klimawandel, aber eben auch bei der Verkehrs- und bei der Landwirtschaft hier auf Fakten konzentrieren und nicht auf das Bauchgefühl eines Ministerpräsidenten, der hier über Grenzwerte rumschwadroniert.
Und wir zeigen mit unserem Programm, dass es eine Richtungsentscheidung sein wird. Und das ist mir besonders wichtig. Ob man sich mit ein bisschen Gleichberechtigung von Frauen und Männern, die wir in den vergangenen Jahren erreicht haben, zufrieden geben. Oder ob wir endlich mal ernst machen mit dem großen Gerechtigkeitsversprechen, dass die Hälfte der Macht auch in Sachsen endlich den Frauen gehört. Und ich glaube nicht, dass die Frauen auch nur eine Wahlperiode länger warten sollten, bevor sie das bekommen, was ihnen auch wirklich zusteht. Und ich will, dass die vielen starken und die vielen selbstbewussten Frauen in Verantwortung und in Führungspositionen endlich selbstverständlich sind, auch hier in Sachsen. Und mit diesem Programm beantworten wir die Frage, was Gerechtigkeit ist. Endlich Gleichberechtigung, die ihren Namen auch verdient hat. Aber diese Landtagswahl entscheidet noch über etwas ganz, ganz Essentielles, nämlich das, ob Sachsen ein Land des Mutes und der Haltung für mehr Demokratie, mehr Miteinander, mehr Freiheit ist oder ob dieses Bundesland das der Spaltung und Ausgrenzung bleibt. Und mit aller Kraft und Leidenschaft kämpfen wir Grüne dafür, dass Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, von ihrem Alter, von ihrem Geschlecht und natürlich auch von ihrem Glauben sich in Sachsen entfalten können und sich einbringen können. Und mit diesem Programm machen wir einmal mehr deutlich, dass unsere Antwort auf den Versuch, die gesellschaftlichen Errungenschaften der letzten Jahre zurückzudrehen, nur heißen kann: mehr Demokratie, mehr Freiheit und mehr Weltoffenheit. Liebe Freundinnen und Freunde, wir machen den Menschen in Sachsen klar, in welche Richtung wir als Bündnis 90 Die Grünen wollen und welche klaren Vorstellungen einer gestaltbaren Zukunft dieses Freistaates wir haben. Und die Herausforderungen für das Land, für die Menschen und für die Zukunft sind zu groß, als dass wir sie hier dieser CDU überlassen können, die seit Jahren dieses Land nur vor sich hin verwalten, ohne konkret die Probleme anzupacken und endlich auch mit Haltung den Feinden der Freiheit und Demokratie hier entgegenzutreten. Deswegen brauchen wir endlich Veränderungen in diesem Bundesland. Und diese Veränderungen wird es nur mit starken Grünen im nächsten Sächsischen Landtag geben, liebe Freundinnen und Freunde. Und wer sich für die Richtung eines modernen Sachsens, eines ökologischeren, eines gerechteren und demokratischen Sachsens entscheidet, der findet den Weg in diese Zukunft in unserem Wahlprogramm. Und deswegen freue ich mich gleich auf die Diskussion zu diesem Programm. Auf geht's. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Programm vorgelegt. Vielen Dank an diejenigen, die sich beteiligt haben. Los geht's. Ich glaube, das wird gut werden.